Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Wissenschaft für Jedermann des Deutschen Museums in Zusammenarbeit mit dem Exzellenzcluster Origins und den beiden Universitäten, Technische Universität und Ludwig-Maximilians-Universität. Zu Gast haben wir heute Herrn Professor Dr. Peter Vierlinger von der Technischen Universität mit einem Thema über Präzisionsexperimente im frühen Universum. Herr Vierlinger studierte an der Universität Wien, machte dort sein Diplom und promovierte dann in Kernphysik am Paul-Scherrer-Institut, ging dann als Postdoc nach Stanford und wechselte dann an die Technische Universität. Er war einer der ersten, die an unserem Origins-Exzellenzcluster beteiligt waren. Damals hieß er noch Universe, inzwischen heißt er Origins und hat tatkräftig mitgewirkt. Hat sich inzwischen auch entwickelt von einem Nachwuchsgruppenleiter zu einem Lehrstuhlinhaber mit dem Lehrstuhl Präzisionsmessungen bei extremen Bedingungen. Herr Vierlinger ist ein international anerkannter Experte im Bereich Präzisionsexperimente bei niedrigsten Energien, die besonders wichtig sind für Teilchenphysik und deren Anwendungen. Er hat da zahlreiche, zum Teil preisgekrönte Arbeiten veröffentlicht und dafür unter anderem auch den Zhang-Yang Scholar Award des Staates China erhalten, eines der höchst dotierten Preise in China. Wir sind also sehr stolz, dass wir ihn als Mitglied des Clusters Origins jetzt haben. Aber ich muss sagen, das Wichtigste an Peter, was mir am meisten Spaß macht, das ist seine Faszination und Neugierde für sämtliche Physik im Universum. Man muss ihm nur eine Frage stellen und dann denkt er schon drüber nach und kommt auch meistens mit guten Ideen daher. Also sein Ideenreichtum ist unerschöpflich, wenn man so will. Und das ist genau das, was wir im Origins Cluster auch benötigen, dass über den Tellerrand hinausschauen, denn wir wollen schließlich herausfinden, wie das Leben ins Universum gekommen ist. Und das verlangt eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und Peter ist bestens prädestiniert genau für dieses Thema. Und deswegen haben wir auch jetzt ein Thema vorliegen, was Präzisionsexperimente verbindet mit dem frühen Universum. Ich bin schon gespannt, wie Peter diesen Bogen spannen will vom frühen Universum zu Präzisionsexperimenten. Ich möchte Sie auch einladen, wenn Sie Fragen haben, nicht bis zum Ende zu warten, sondern auf dem Chat, den Sie hoffentlich vor sich sehen, dann auch gleich die Frage stellen, sodass wir dann danach auch Fragen auswählen können. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn Peter Vierlingen. Ja, herzlichen Dank, Andi, für die sehr nette Einführung. Ich muss auch sagen, also der Exzellenzcluster Universe bzw. jetzt Origins war ein ziemliches Glück für mich. Das war, glaube ich, eine der besten Entscheidungen, die ich jemals treffen habe können, daherzukommen. Die optimale Umgebung, um neue Ideen auch irgendwie zum Leben zu erwecken. Genau, mein Vortragstitel ist Präzisionsexperimente und das frühe Universum. Ich muss gleich vorweg sagen, ich hoffe, Sie verstehen mich nicht akustisch, sondern ich habe leider diesen österreichischen Akzent. Ich könnte Ihnen sonst Englisch anbieten. Wir probieren es aber so auf Deutsch. Zum Inhalt meines Vortrags. Ich werde Ihnen also ein bisschen eine gebiaste, also Auswahl präsentieren an Fragestellungen und Experimenten, die Präzision mit dem frühen Universum verbinden und auch ein paar Anwendungen davon zeigen, also Applied Physics, angewandte Physik. Diese Auswahl kommt daher, dass das Themen sind, an denen ich selbst arbeite und deswegen mich auch sicherer fühle, dazu mehr zu sagen. Genau. Allgemein geht es also darum, wenn man Naturgesetze mit extremer Messgenauigkeit überprüft, dann kann man große Fragen des Universums untersuchen. Ja, also unter anderem den Überschuss von Materie gegenüber Antimaterie im Universum oder auch die Natur der dunklen Materie. Das sind zwei der großen Fragen, die ich rausgepickt habe für den Vortrag heute. Es gibt eine ganze Reihe. Auf Wikipedia findet man ungefähr 15. Ich weiß jetzt nicht, ob das vollständig ist. Wie gesagt, wir beschränken uns auf die, die ich persönlich da sehr interessant finde. Dazu muss man wissen, die Naturgesetze sind nicht konstant, so wie man sich die vorstellt, sondern wenn man näher zum Urknall hingeht, verändern sich die. Das kann man auch ausrechnen und das weiß man, versteht man ganz gut, kann man also im Labor nachstellen, auch bis zu einem gewissen Grad. Man kommt dann bis zu einem Bruchteil einer Nanosekunde hin zum Urknall
und sieht, wie sich die Naturgesetze verändern. Und die Idee ist jetzt, Abweichungen von den bekannten und beziehungsweise erwarteten Gesetzmäßigkeiten da ganz am Anfang zu suchen, weil das sind die Relikte des Urknalls. Schauen wir uns das am Bild an. Die Entwicklung des Universums, da ist Diagramm aufgezeichnet, da sehen Sie eine Zeitachse von 10 hoch minus 44 Sekunden hin bis 13, 14 Milliarden Jahre jetzt heute. Diese Achse kann man auch verstehen als Temperatur des Universums, das ist das große T, ja. Also von 10 hoch 32 Grad bis hin heute zu 2,7 Kelvin, knapp am absoluten Nullpunkt, oder als Energieachse, da sieht man 10 hoch 19 GeV-Energie bis hin zu 10 hoch minus 13 GeV, Gigaelektronvolt-Energie. Das ist die typische Bewegungsenergie von Teilchen im Universum, im Durchschnitt natürlich. Wobei so ein Durchschnitt natürlich, ich gebe zu, ein bisschen abstrakt ist, weil viel leerer Raum mit großen Klumpen verglichen wird. So, da gibt es also zuerst einmal die bekannte Physik, die kann man nachstellen im Labor bis so 10 hoch minus 10, 10 hoch minus 11 Sekunden nach dem Urknall. Da kann man ziemlich konsistentes und nachvollziehbares Bild bauen und sehr viel erklären. Das nennt sich das Standardmodell der Teilchenphysik. Das ist also das erfolgreichste und auch das komplexeste, sinnvolle Modell der Physik, das es jemals gegeben hat. Auf der anderen Seite gibt es den Urknall bei 10 hoch minus 44 Sekunden. Das, was uns interessiert, liegt dazwischen. Da geht es um neue Kräfte und neue Teilchen. Und die Idee ist, diese Materie-Antimaterie-Asymmetie zum Beispiel im Universum, die man nicht erklären kann mit der bekannten Physik, oder auch die Natur der dunklen Materie, die man auch mit der bekannten Physik nicht erklären kann, die Erklärung muss in diesem Bereich da drinnen liegen. Ganz interessanter Punkt da dabei ist, wenn Sie die Zeitachse anschauen, da geht es von 10 hoch minus 35 oder 10 hoch minus 40 Sekunden bis 10 hoch minus 11 Sekunden ungefähr. Also in der Zeit ist das alles ein Bruchteil einer Nanosekunde. Aber als Energie ausgedrückt geht es da von 10 hoch 3 bis 10 hoch 19 GeV. Das heißt, da auf einmal fehlen 16 Größenordnungen in der Energie. Da ist also noch sehr viel los in der Energie, in der Teilchenenergie, in der Stoßenergie, wo Platz für viele Neuigkeiten ist. Ja, wenn man sagt, der Bruchteil einer Nanosekunde und da ist es konsistent und fertig, hört sich an, wie wenn man fast dort ist. Als Energie ausgedrückt, sieht man, man ist eben noch lange nicht dort. Genau. Ich gehe gleich auf diese Materieproblematik ein bisschen ein, Materie im Universum. Wenn wir also uns anschauen, wie sich Licht kurz nach dem Urknall, 400.000 Jahre nach dem Urknall, das wäre praktisch so ein Bild, wenn man dem Licht zuschaut, wie sich das bewegt hat, die Photonen, die Lichtteilchen, bis zu uns heute, 14 Milliarden Jahre später, dann sieht man, die sind nicht gerade geflogen, sondern die sind irgendwelche Kurven geflogen. Diese Kurven fliegen, weil die Raumzeit gekrümmt wird, durch die Existenz von Masse. Ja. Das bedeutet, wir wissen, dass viel Masse da ist, das kann man auch rekonstruieren. Und wenn man da reinschaut, okay, das ist nicht genau das gleiche Bild, aber es war so schön, da geht es also darum, wenn man mit dem Hubble Space Telescope in den Weltraum reinschaut, dann kann man aufgrund von Lensing-Effekten, also auch von allgemeinen Relativitätstheorie-Effekten, die Materiedichte modellieren. Das wären also so quasi Oberflächen gleiches Gravitationspotenzials. Da sieht man also, dass Materie da ist und man sieht auch, es ist viel Materie da. Die meiste Materie ist allerdings dunkel. Ja, die meiste Materie sieht man nicht. Das ist auch so ein berühmtes Bild, was man da oft sieht. Ne? Die Materieverteilung da, das Blaue, ist die gesamte Materie, die gravitativ wechselwirkt. Das hat man aus Gravitationslinseneffekt, kann man das rekonstruieren. Das ist ein Streuexperiment, wenn man so will, wenn man es als Experimentalphysiker betrachtet. Und wenn man aber die sichtbare Materie anschaut, und das ist hauptsächlich ionisiertes Gas, also heißes Gas im interstellaren Medium, dann sieht man, dass die sichtbare Materie, also die Materie, die wir kennen und die wir auch leicht nachweisen können, die sitzt da in der Mitte drinnen, das ist das Rote. Das ist also nicht das Gleiche. Und die Frage ist, genau, was ist das? Und die Antwort ist, das ist dunkle Materie, die kennen wir also nicht. Und da immer ein kleines Detail noch, ach ja, die Antimaterie fehlt auch. Okay. Das ist eigentlich ein viel kleineres Problem vom Energiebudget des Universums als die
dunkle Materie, aber trotzdem ist für uns eine relativ wesentliche, weil die Idee, dass Materie und Antimaterie gleichermaßen entstanden wäre, so wie das unsere Naturgesetze voraussagen, würde bedeuten, dass sich die auch ausgelöscht hätte, die Materie und die Antimaterie, und wir wären nicht da. Dadurch, dass wir aber da sind, muss es noch was Neues geben, das wir noch nicht wissen, das in diesem Kreis, den ich Ihnen vorher in der Entwicklung des Universums gezeigt habe, das genau in diesem Kreis passiert. Das Erste, was man natürlich macht, ist, man schaut ins Universum rein und schaut sich so Merger von Galaxien an, zum Beispiel, oder Galaxienhaufen, und fragt sich, gibt es Regionen, die vielleicht aus Materie bestehen und andere, die aus Antimaterie bestehen, und wartet einfach auf solche Ereignisse. Welche Ereignisse würde man erwarten? Protonen, also Wasserstoffkerne und Antiwasserstoffkerne würden sich treffen, auslöschen. Dabei würden solche Elementarteilchen entstehen, die nennen sich Pionen, die zerfallen in Licht, aber in sehr hochenergetisches Licht, und zwar mit einer mit einer hohen Energie, und diese hohe Energie würde man nachweisen können. Das beobachtet man nicht, das heißt, in Größenordnung der Horizont, der sich aus dem Alter des Universums ergibt, im Rahmen von dem Horizont gibt es keine Antimateriebereiche. Wieder der Experimentalphysiker, der macht ein Experiment. Das ist das AMS-Experiment auf der Raumstation. Da gibt es also Teilchendetektoren, die nach Spuren von Teilchen und Antiteilchen suchen. Und die Idee ist, der Detektor ist eine Kiste, das Teilchen fliegt durch, da ist ein Magnetfeld drinnen. Wenn das Teilchen, also ein Materieteilchen ist, biegt sich so. Und wenn es das gleiche Teilchen, aber Antimaterieteilchen ist, biegt sich in die andere Richtung im Magnetfeld. Damit kann man Antimaterie nachweisen, es ist aber sehr wenig und ist alles nachvollziehbar, weil das unwahrscheinlicher ist, Antihelium oder auch Antikohlenstoff. Im Übrigen auch solche Experimente macht der Origins Cluster, allerdings die ist geplant mit Satelliten, aber die sind deutlich kleiner, sagen wir, als das, was man da sieht. Manchmal reicht es auch, wenn man gute Ideen hat, dann kann das Experiment auch klein sein. So, zu den Symmetrien. Wir haben ja schon gesehen vorher, die Materie ist da, sollte aber nicht da sein, weil es keinen Grund gibt, dass Materie und Antimaterie so unterschiedlich erzeugt wird. In der Tat ist, wenn man im Labor nachstellt, wie man Materie erzeugt, dann passiert immer was ziemlich Symmetrisches. Ja? Also sagen wir, man nimmt in irgendeiner Art und Weise Energie her und macht aus der Energie Materie, dann entsteht dort immer neben der Materie auch gleichzeitig Antimaterie. Umgekehrt, wenn man das wieder zusammenschießt, dann bleibt nicht eins über, sondern es entsteht wieder Energie draus. Ja? Diese Symmetrien, die funktionieren relativ gut, und es gibt da drei Symmetrien, drei grundlegende Symmetrien. Das ist die P-Symmetrie, die C-Symmetrie und die T-Symmetrie. An dem Punkt muss ich langsamer reden, weil bis jetzt waren es schöne Bilder, jetzt geht es ans Eingemachte. Mathematisch ist das interessant, aber das populärwissenschaftlich halbwegs rüberzukriegen, ist nicht so einfach, habe ich festgestellt. Also an den Fragen, die bis jetzt immer kommen sind. Die gemeinsame Anwendung von P-, C- und T-Symmetrie ist bis jetzt eigentlich noch nie widerlegt worden. Also dass diese Symmetrie erhalten ist und funktioniert, das konnte man noch nie widerlegen, weder durch Beobachtung noch im Labor. In der Tat ist es aber so, die P-Symmetrie, die erste wichtige Symmetrie, ist die Paritätsspiegelung, das heißt die Umkehr der Koordinaten in meiner Formel. Sagen wir, ich habe irgendeine Formel, die meinen physikalischen, grundlegenden physikalischen Prozess beschreibt, und ich nehme alle Koordinaten x, y, z und drehe das Vorzeichen um. Ja? Dann müsste die Physik die gleiche sein, weil es egal sein muss, wie das Koordinatensystem ausschaut. Wie immer bei diesen Erklärungen, man ist so nahe an der Lüge, wenn man was vereinfacht. Deswegen versuche ich, so richtig wie möglich zu machen, aber man kann darüber im Detail noch diskutieren, und ich tue das auch gerne mit Ihnen. Da stellt sich raus, die Parität ist in der Tat verletzt, diese Symmetrie, nämlich alle Materieteilchen sind linkshändig und alle Antimaterieteilchen sind rechtshändig, bedeutet, wenn die einen Drehsinn haben, und den haben sie, dann drehen sie sich so oder so relativ zu ihrer Ausbreitungsrichtung. Die ist also verletzte Symmetrie. Wenn man aber jetzt die C-Symmetrie dazu nimmt, die C-Symmetrie oder Charge-Symmetrie, macht aus einem Teilchen ein Antiteilchen. Wenn ich also jetzt die P- und die C-Symmetrie gemeinsam anwende, dann passt es wieder, weil das Teilchen, das sich so dreht, aber dafür die Teilchensymmetrie, diese C-Symmetrie drauf hat, ist wieder konsistent mit dem Antiteilchen, das sich anders dreht, aber die C-Symmetrie dafür für das Antiteilchen auch verkehrt ist, dann passt es wieder. Aber nicht perfekt, und ich komme gleich drauf. Aber die Idee war, wenn man dann noch diese T-Symmetrie, die Zeitumkehrsymmetrie dazu gibt, dann stimmt wieder alles zusammen. Das heißt, ein Antiteilchen, das in der Zeit rückwärts laufen wird, wird wieder mit der gleichen Formel beschrieben werden, wie ein Teilchen, das in der Zeit vorwärts läuft.
So, diese Symmetriefehler, die man da beobachtet, über die ich gerade ganz kurz angesprochen habe, die sind winzig und dass Materie wirklich übrig bleibt, nämlich wir, dass wir da sind, ist also überhaupt nicht selbstverständlich, sondern das ist mit diesen Gesetzmäßigkeiten gar nicht erklärbar. Also mit dem Erkennen. Genau, da habe ich Ihnen so ein Experiment aufgemalt. Das ist ein Teilchenphysik-Experiment. Das ist also die Kollision von Elektronen und Positronen bei sehr hohen Energien. Wenn man solche Teilchen zusammenstoßen lässt, entstehen neue Teilchen, und zwar sogenannte B-Mesonen in dem Fall. Und diese B-Mesonen und Anti-B-Mesonen, immer wenn ein Strich über dem Teilchen drüber ist, über dem Buchstaben ist es das Antiteilchen, wenn die zerfallen, dann sieht man, dass die einen länger und die anderen weniger lang leben. Das heißt, Materie und Antimaterie hat wirklich einen ganz kleinen Unterschied. So etwas kann man beobachten. Ja. Dieser kleine Unterschied, das kann man messen und dann kann man den einsetzen in irgendwelche großen Formeln, die den Ursprung des Universums oder die Entwicklung des Universums erklären. Ich sage das bewusst so fishy, weil das ist gar nicht so einfach und in der Tat ist das noch nie wirklich ernsthaft wirklich von vorn bis hinten durchgerechnet worden, weil das gar nicht so leicht ist, weil man gar nicht alles kennt. Aber man kommt Größenordnung drauf, dass 1 von 10 hoch 18 Teilchen, die es geben hat im Universum, sich nicht auslöschen würden zu Licht und nur ganz, ganz wenig. Also 1 von 10 hoch 18 Teilchen würden übrig bleiben. Alle anderen würden zerstrahlen. Und das ist sehr wenig, weil jetzt gehen wir wieder zur Beobachtung. Nämlich, man kann abschätzen, wie viel Materie das es gibt. Nicht nur aus diesen Bildern, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, sondern ganz quantitativ. Ganz quantitativ aus dem kosmischen Mikrowellenhintergrund. Das ist also ein Foto, das ein Satellit im Erdorbit macht, aber nach außen. Nicht am Boden runter, sondern nach außen gerichtet. Und da können Sie, das ist ein ziemlich spektakuläres Bild, da gab es auch schon einige Nobelpreise dafür, für jede Verbesserung des Bildes. Und was man da sieht, ist die Temperaturverteilung der Photonen, die vom Anfang des Universums bis jetzt rumfliegen im Universum. Da lernt man ganz viel draus aus dem Bild. Ja. Eines ist ein ganz kleiner Unterschied in der Temperatur der Photonen, also der Energie der Photonen. Und zwar in der fünften Kommastelle. Und der ist der auftragende Unterschied zwischen dem Blau und Rot in dem Bild, ist praktisch die Temperatur in der fünften Kommastelle. Ja. So, und dieses Muster da, aus dem kann man erstens einmal ablesen, wie viele Photonen da sind. Man kann aber auch ablesen, wie dicht die Materie ist. Und das ist ganz was Spannendes, über das bin ich zufällig gestolpert, wie ich für den Vortrag Material zusammengesucht habe. Und zwar gibt es auf der Webseite der Planck-Kollaboration, die haben diesen Satelliten da gebaut, auf der Webseite der Planck-Kollaboration gibt es einen Simulator, mit dem man dieses Muster, was man da sieht, nachsimulieren kann. Und da kann man einstellen, die normale Materie, das ist die Materie, die wir als Materie kennen, die dunkle Materie, das ist die, die wir nicht kennen, aber die viel mehr vorhanden ist. Und dann gibt es auch die dunkle Energie. Das ist quasi der Rest des Energiebudgets des Universums, das Universum auseinandertreibt. Und da kann man online so Schieber hin und her fahren und schauen, bis das Muster, also die Temperaturverteilung, die sich ergibt daran, wie die Photonen gestreut haben auf dem Weg durchs Universum, also bei 400, am letzten echten Streuvergang 400.000 Jahre nach dem Urknall, dieses Muster verändert sich je nachdem, wie viel Materie, dunkle Materie oder dunkle Energie da ist. Und da gibt es drei Einstellungen dieser drei Parameter, die das eindeutig festnageln, was da ist. Das heißt, man weiß, wie viel Materie da ist. Ich fand das wahnsinnig spektakulär, weil das heißt nicht nur, dass man das kennt, das Problem, sondern auch, dass diese drei Parameter, dass die drei Parameter es sind und nicht mehr. Das finde ich schon, also das fand ich eins der spannendsten, eine der spannendsten Entdeckungen, die es so gegeben hat die letzten Jahrzehnte. Und jetzt probiere ich, nachdem ich Ihnen schöne Bilder vom Universum zeigen konnte, den Bogen zu kriegen, Ihnen die Brücke zu machen, zu Präzisionsexperimenten. So. Und Sie haben das Risiko eingegangen und sind in den Physikvortrag gegangen und jetzt kommt richtig Physik. Also, nehmen wir an, wir haben irgendein Teilchen, ein freies Teilchen, das im Raum rumfliegt. Und zwar fliegt es von da rüber. Das Teilchen ist mit einem kleinen N abgekürzt, wir nennen es Neutron. Ist also ein freier Kernbaustein. Plötzlich entscheidet sich das Neutron,
und das tut es ständig, so wie jedes andere Teilchen auch, dass es Vakuumfluktuationen rundherum gibt, also es bildet virtuelle Teilchen. Ja, plötzlich an diesem Punkt, da entsteht auf einmal ein Pion. Ist egal, was das genau ist für uns jetzt, aber es entsteht ein neues Teilchen. Das Teilchen ist sogar noch negativ geladen. In der Zwischenzeit ist das, was übrig bleibt, der Proton, und das Pion verschwindet wieder, vermischt sich wieder mit dem Proton, dann ist wieder ein Neutron. Das, wenn man sich da nicht dran gewöhnt hat, ist das ziemlich unangenehm. Jetzt diese Vorstellung, das passiert aber ständig, das ist der Normalfall. Okay, also virtuelle Teilchen. Diese virtuellen Teilchen, die existieren im Rahmen der Heisenbergschen Unschärferelation. Das heißt, die Unschärferelation sagt, Energie mal Zeit ist kleiner gleich h² halbe. Wenn also dieses Teilchen eine bestimmte Energie hat, kann es für eine bestimmte Zeit aus dem Vakuum ausgeliehen werden und existieren. Über e gleich einmal c² hat dieses Teilchen dann auch eine Masse. So, jetzt kommt noch was dazu. Wir sehen ja, das Neutron ist eigentlich ein neutrales Teilchen, das heißt schon so. Und das ist die ganze Zeit neutral. Das heißt, wenn das Pion da entsteht, muss es Minus sein und das Proton ist dann Plus für die Zeit. Aber in Summe bleibt es Minus. Was aber nicht passiert ist, die Masse vom Pion und vom Proton ist größer als die vom Neutron, weil die borge ich mir aus dem Vakuum aus. Das geht über die Unschärfe. Aber alles kann ich nicht so ungefähr machen. Nur die Masse. Okay? Und das nur ganz kurz. Und jetzt stellt sich noch raus, dass, wenn ich jetzt ein externes elektromagnetisches Feld zur Verfügung stelle, das heißt irgendwo elektrische Spannung, also eine Potentialdifferenz ist, für das, wo das Teilchen durchfliegt, oder ein Magnet, durch den das Teilchen durchfliegt, dann biete ich dem Teilchen an, dass es an externe Photonen koppelt. Also jedes elektromagnetische Feld besteht eigentlich aus Lichtteilchen, aus Photonen. Ja, die haben eine bestimmte, die sieht man halt nicht, so wie optisches Licht, sondern die haben eine andere Wellenlänge. Und beziehungsweise genau. Und jetzt gibt es noch was. Also wir erwarten also jetzt, dass diese Teilchen, während sie leben, halt auch an so ein externes elektromagnetisches Feld koppeln können. So, das gibt es also sowas. Und diesen Prozess konkret, den hat man noch nicht beobachtet, aber auf den will ich jetzt hinaus, um den geht es ein bisschen. Und deswegen zeige ich ihn, obwohl man ihn nicht beobachtet hat. Aber viele Prozesse dieser Art kennt man. Okay? Bei uns ist es sogar so, dass wir nur irgendein virtuelles Teilchen brauchen und nicht genau dieses. Sogar anderes ist uns sogar lieber, sondern es ist eher die Form des Prozesses, das da wichtig ist. Ganz wichtig ist nämlich, dieses Teilchen soll besonders schwer sein. Und zwar deswegen. Energie und Masse hängen zusammen. Ein besonders schweres Teilchen hat besonders viel Energie. Besonders viel Energie bedeutet, wenn das Universum sehr, sehr jung war, in dem ersten Moment, was entstanden ist, ist die Temperatur so hoch, dass die Stoßenergien sehr hoch sind und dabei sehr schwere Teilchen entstehen können für sehr kurze Zeit. Ja? Und genau solche Teilchen wollen wir da auch beobachten. Aber jetzt kommt's. Je schwerer das Teilchen ist, ja, so wie es irgendein besonders schweres Teilchen, das ganz neu am Urknall entstanden ist, ist das Problem, das lebt natürlich nur sehr kurz aufgrund der Unschärfe. Wenn es sehr kurz lebt, tut es wenig in dem Prozess. Und wenn es sehr wenig tut, also einen kleinen Effekt verursacht, in dem Fall zum Beispiel einen Effekt, der eine elektromagnetische Kopplung, also die Wechselwirkung vom Neutron mit einem elektromagnetischen Feld in einer Art und Weise ändert, dann, und der Effekt sehr klein ist, dann muss man sehr genau messen, dass man es sieht. Darum Präzisionsmessung. Und das Tolle ist jetzt, unser Teilchen kann viel schwerer sein als das, was man am Beschleuniger herstellen kann. Beim Beschleuniger ist die Masse vom neuen Teilchen, die ich herstellen kann, gegeben durch die Energie, die ich in die Stoßreaktion reinstecke. Okay? Schwere Teilchen entstehen da nicht direkt. Aber da entsteht ja jedes Teilchen, die ändern halt irgendwelche Eigenschaften von dem existierenden Teilchen, mit dem ich leicht arbeiten kann. Oder leicht, kommen wir auch noch dazu. So, aber die Idee ist also, ich kann beliebig schwere Teilchen finden, wenn ich beliebig genau messe. Und das ist die Verbindung zwischen dem frühen Universum und der Präzision. Ich höre aber jetzt noch nicht auf zu reden, sondern jetzt fange ich erst an, weil jetzt messen wir natürlich. Und zwar komme ich jetzt zur Suche nach dem elektrischen Dipolmoment des Neutrons. Das ist ein ganz berühmtes Experiment, nach dem man seit ungefähr 1950 gezielt sucht. Man hat den Effekt noch nicht gefunden, der Weg war voller Nobelpreise. Ich glaube, am Anfang war es leichter, die Nobelpreise zu kriegen, weil man leichter das Experiment besser machen konnte. Ich suche schon lange danach und es ist noch ganz weit zum Nobelpreis. Aber dieses elektrische Dipolmoment,
Ich zeige Ihnen jetzt das makroskopisch und dann mache ich kurz die Verbindung zu dem Bild vorher. Und zwar, stellen wir uns vor, das Neutron ist eine Kugel. Die Kugel ist mehr oder weniger, ist elektrisch neutral, hat aber einen Eigendrehsinn. Und das ist ein magnetisches Moment, weil der Eigendrehsinn nennt sich Spin und der ist proportional zu dem, quasi, das ist wie ein magnetischer Dipol, also der Nord- und Südpol des Neutron. Okay? Und wenn das zusätzlich noch einen elektrischen Dipol auch hätte, das heißt der Ladungsverteilung, dann wäre das sehr spannend. Das wäre nämlich neue Physik, weil wenn man die Zeitumkehrsymmetrie anwenden würde auf ein System, das sowohl diesen Effekt als auch diesen Effekt hätte, dann findet man raus, hoppala, die Symmetrie funktioniert nicht mehr. Und das ist spannend. Erinnern Sie sich, wir haben vorher PC- und T-Symmetrie gehabt. CP war ganz leicht verletzt, aber viel zu wenig. CP und T war erhalten. Wenn also da bei C und P ein ganz leichter Fehler drinnen wäre, und dafür, aber der zu wenig ist, vielleicht ist in dem T ein Fehler drinnen. Und das stellt sich raus, das ist das vielversprechendste System, mit dem man genau diesen T-Symmetriefehler suchen kann. Da gibt es also in der Physik wieder eine Liste an Systemen, die man kennt. Das mit Neutron ist das Spannendste. Darum, weil das Neutron für sich selbst schon relativ nah an einem fundamentalen Teilchen dran ist und man deswegen, wenn man was misst, das auch verstehen kann. Okay? Das wäre also, wenn man diesen Effekt sieht, dass dieses Ding gibt, wird es die T-Symmetrie verletzen und damit wird es gleichzeitig so einen wesentlichen Puzzlestein für diese Erklärung der Materie-Antimaterie-Symmetrie geben, weil das wäre dieser Zusatzteil in den Naturgesetzen, der uns fehlt. Normalerweise muss das am Moment einwirken. Das ist aber klassisch, dieses Bild. Das heißt, das ist, mit dem kann man sich anfreunden. Ja? Dass man sagt, okay, das ist verboten, das soll es eigentlich nicht geben, aber wenn wir die Materie-Antimaterie-Symmetrie erklären wollen, wäre es gut, wenn es da wäre, dann taucht es eigentlich immer auf. Das ist meistens korreliert. In fast allen Fällen, die man sich vorstellen kann, tritt das auf, wann auch diese Asymmetrie erklärt werden kann. So, und jetzt denkt man noch einmal zurück an das Bild vorher, wo das Neutron fliegt und auf einmal so ein virtuelles Teilchen bildet, so wie es das immer bildet, und diese virtuellen Teilchen koppeln ein elektromagnetisches Feld. Jetzt stellen wir uns vor, diese virtuelle Schleife ist jetzt irgendwo so ein schweres Teilchen, das an ein elektrisches Feld außen koppelt, und dann wird praktisch diese zufällige Schleife, die da entsteht, immer wieder mit einer bestimmten Sorte von Teilchen oder Klassen von Teilchen, die würden makroskopisch jetzt dieses elektrische Dipolmoment verursachen. Das heißt, es gibt keine klassische Ladungsverteilung in dem Teilchen, sondern das Vakuum rundherum. Diese Teilchen, die einfach so entstehen, zufällig, die machen den Effekt. Und jetzt kommt es wieder, wenn wir beliebig genau nach diesem Effekt suchen, wird die Masse dieser Teilchen immer höher, weil die immer kurzlebiger sein können und immer weniger beitragen. Und damit sind wir genau bei dem Bild von vorher. So, wie misst man das? Das ist ein Magnetresonanzexperiment, das ist eigentlich im Prinzip einfach. Grund ist, wie im Krankenhaus, wenn Sie ein Magnetresonanzbild von sich machen lassen, von einem kaputten Knie vom Skifahren, passiert letztendlich fast das Gleiche, aber wir machen es ein bisschen genauer und fürs Knie ist es nicht geeignet. So, die Messung funktioniert so. Wir fangen an mit polarisierten Teilchen. Ja. Diese polarisierten Teilchen sind irgendwo eingesperrt in einem kleinen konstanten Magnetfeld. Das heißt, die stehen einfach da, die Nord-Süd-Pole von den kleinen Teilchen stehen im Magnetfeld, nebeneinander und nichts passiert. Jetzt schaltet man daneben eine genaue Uhr ein. Das ist irgendeine Atomuhr, ja, ist nicht so schlimm, ist praktisch ein Nebenteil vom Experiment. Und diese genaue Uhr, die macht ein oszillierendes Signal. Und dieses oszillierende Signal kann ich so einkoppeln über Magnetfeldspulen, dass die diesen Spin oder diese Nord-Süd-Pol-Richtung so anstoßen. So, und wenn dieses seitliche Magnetfeld, also dieses da, ja, wenn dieses Magnetfeld jetzt dieses Teilchen anstoßt, fängt es zum Rumeiern an, zum Präzedieren an. Und wenn ich diese Frequenz genau erreiche, wird dieses Präzedieren immer größer. Das wäre dieser Fall. Wenn ich da weitermache mit diesem Magnetfeld, würde ich das immer weiter runterkippen. Man kann sich das so vorstellen wie ein Kreisel. Da funktioniert das aber nur, bis der Kreisel den Boden berührt. Ja, ich kann das im Prinzip immer weiter drehen. Und jetzt gibt es einen Trick. Und der hat den Herrn Ramsey, der vorher auf der Folie drauf war, berühmt gemacht. Und zwar,
das Kippen wird 90 Grad weit gemacht, während sich das Teilchen dreht. Und dann läuft die Uhr weiter und nach ganz langer Zeit, zum Beispiel 200, 300 Sekunden, so wie das bei uns im Experiment ist, wird dieser Puls noch einmal angelegt. Und wann jetzt diese Drehbewegung da von den Spins sich nicht verändert, relativ zu dem Oszillieren von diesem Magnetfeld, dann drehe ich das weiter nach unten. Wann sich das um eine halbe Drehung widerspricht, also das zum Beispiel eine halbe Drehung schneller oder langsamer war, nach ein paar hundert Sekunden, dann wird dieser Spin nach oben gedreht werden, weil ich dann nicht praktisch immer wieder so antauche, sondern ich würde praktisch entgegengesetzt antauchen, dass es wieder gerade richtet. So, das ist der genaueste Ort, wie man Frequenzen messen kann. Atomuhren selber funktionieren im Prinzip auch nicht anders. Also zum Beispiel GPS, die Uhren funktionieren auch so. Dieses Drehen wird mit einer Frequenz bezeichnet. Die Frequenz heißt bei den Physikern immer Omega. Und dieses Omega ist proportional zum magnetischen Moment vom Neutron, das wir kennen im Magnetfeld. Und zu diesem unbekannten elektrischen Dipol, makroskopischen elektrischen Dipol im elektrischen Feld. Dieses kleine d ist also der Buchstabe, der einen Zahlenwert kriegt. Momentan ist er 0 mit ziemlich großer Präzision. Aber dieser Buchstabe kriegt einen Zahlenwert, wann praktisch diese Vakuumteilchen, die da so zufällig entstehen, einen sichtbaren Beitrag liefern. Das heißt, je genauer das ich messe, umso sicherer ist, dass dieser Wert irgendwann von 0 abweicht. Okay? Genau. Ich gebe Ihnen ein Gefühl, wie genau das man so eine Messung macht. Dieser elektrische Dipol hat eine obere Grenze in einer Messgenauigkeit von 10 hoch minus 26 Elektronzentimeter. Das bedeutet, wenn man zwei Elementarladungen nimmt, zwei einzelne Elementarladungen, die 10 hoch minus 26 Zentimeter getrennt werden, würde man das sehen können im Experiment. Oder wenn das Neutron so groß wäre wie die Erde, dann wäre praktisch diese Ladungsverschiebung ein Mikrometer, die man auflösen könnte im Experiment. Darum ist es auch so berühmt. Und jetzt muss ich einen kleinen Einschub machen. Ich muss Ihnen nämlich unser Werkzeug kurz vorstellen. Das sind die ultrakalten Neutronen. Die ultrakalten Neutronen haben eine Temperatur von Millikelvin, sind also neu am absoluten Nullpunkt, haben eine kinetische Energie von Nanoelektronvolt, 10 hoch minus 9 Elektronvolt. Wenn Sie sich erinnern an die Skala von vorher, 10 hoch 9 Elektronvolt war ein GeV, das war die Skala bei der Entwicklung vom Universum. Ja. Und der Beschleuniger, der LHC am CERN oder solche Geräte machen 10 hoch 12 EV und das hat 10 hoch minus 9 EV. Ist also komplett an der anderen Grenze der Energieskala. Die Neutronen sind Elementarteilchen mit Meter pro Sekunde Geschwindigkeit, die können nicht gegen die Schwerkraft aufsteigen fast, nur einen Meter ungefähr. Man gewinnt die aus einem Kernreaktor, indem man ein Loch reinbohrt und aus einem Rohr die praktisch raushüpfen lässt. Und wo die rauskommen, kann man es dann in der Kiste einsperren, so wie da. Das habe ich vor 30 Jahren in meiner, oder na, 20 Jahren in meiner Doktorarbeit gerechnet. So schlimm ist dann doch noch nicht. Also es lang aus, aber da kommen dann solche Bilder raus. Die kann man also einsperren wie perfekte Gummibälle. Die kann man dann für 15 Minuten einsperren und nach 15 Minuten sind die immer noch genauso schnell und hüpfen da in so einer Kiste rum. Das hängt damit zusammen, dass die Wellenlänge so groß ist, dass man die nicht mehr als Teilchen bezeichnen kann, sondern nur mehr als quantenmechanische Wellenobjekte. So. Mit dem Werkzeug baut man jetzt ein Experiment und ich habe es beim Schema belassen, weil das Foto hilft Ihnen auch nicht weiter. Da sieht man also zwei Kisten, die sind ungefähr einen halben Meter groß und mit Diamant beschichtet. Da drinnen füllt man die Neutronen ein. Die kommen aus einem Vakuumrohr, aus einem Reaktor, kommen die raus und werden da eingefüllt. In so eine Kiste, da und da. Dazwischen legt man Hochspannung an, also zwischen diesen grauen Platten da, da und da und diesem roten Ding da in der Mitte legt man Hochspannung an, dass man elektrisches Feld hat. Das ist dieses Feld, das mit dem elektrischen Dipolmoment koppelt, damit das überhaupt erst der Effekt sichtbar wird, dass die Frequenz sich ändert. Rundherum muss man ganz viel Magnetometer betreiben, weil natürlich klar ist, das magnetische Moment ist riesig groß und wenn da eine kleine Magnetfeldfluktuation ist, die man nicht kennt, dann ist die Messung schon vorbei. Genau. Man fängt also mit diesen gespeicherten, polarisierten ultrakalten Neutronen an und macht da die Messung und das Ziel ist jetzt im nächsten Schritt und wir machen, bereiten es seit 10 Jahren vor und wollen eigentlich jetzt im Frühjahr anfangen zu messen, dass wir das 10 bis 100 Mal genauer messen, nämlich auf 10 hoch minus 27 Elektronzentimeter Genauigkeit, 10 bis 100 Mal genauer als die letzte Messung, die es gibt in dem Gebiet. Dabei gibt es extreme Magnetfeldanforderungen. Da muss man das Magnetfeld rundherum auf Femtotesla genau kennen. Das ist 10 hoch minus 15 Tesla, also die 15. Kommastelle vom Kühlschrankmagneten. Das ist ziemlich wenig.
Dazu macht man Magnetometer und das bauen bei uns die Studenten an der TU. Da gibt es Quecks über 199, Cäsium, das ist ein Elektronenspin-Magnetometer, Helium-3, Xenon 129 und supraleitende Magnetometer, die kauft man. Aber das andere macht man im Wesentlichen selbst, kombiniert das und dann nach ungefähr 10, vielleicht 12 Jahren Vorbereitung, dann kann man das erste Mal einschalten und dann misst man 100 Tage und dann ist die Messung vorbei. Die 100 Tage kommen jetzt bald und wir freuen uns alle recht drauf. So schaut sowas ungefähr aus. Also so groß ist ein Mensch und der Apparat, da kommt das Rohr aus dem Reaktor raus, da werden die Neutronen ultrakalt gemacht, da werden sie abbremst da drinnen und da drinnen ist diese magnetische Messumgebung, da kann man bei der Tür reinschauen, das schaut dann so aus, das ist eine Plastikvakuumkammer, da ist also ein Hochspannungsteil drinnen und da das Weiße ist die Wand von so einem Zylinder, in dem die Neutronen gespeichert sind. Aus so einem Rohr kommen die Neutronen raus. So schaut das aus, wo die Neutronen rauskommen. Die Neutronen sieht man nicht, aber ist alles im Vakuum. So, genau. Ist also ein Experiment, das an der TUM vorbereitet worden ist und hat eigentlich als Ziel, langfristig auch am FAM in Garching zu messen. Da kann man das auch machen. Genau, da gibt es also auch im Wesentlichen so eine Neutronenquelle, die das auch kann. Wir durften nur das Loch noch nicht in den Reaktor bohren, um die Neutronen rauszuholen. So. Das regt normal zu Fragen an, zur Diskussion nachher. Es ist aber nichts Gefährliches, was wir tun. Ich wollte Ihnen noch ein Gefühl geben, wie so das Alltagsleben ist, wenn man da so ein Experiment aufbaut. Zum Beispiel bauen wir Atommagnetometer. Und da ist die Idee, dass man Alkali oder Erdalkali-Atome nimmt und die setzt man Laserlicht aus, so dass man sie dehnt. Und dann werden die erdnussförmig. Und wenn die erdnussförmig sind, dann kann, wenn das Magnetfeld so zum Beispiel steht und die Erdnuss senkrecht zur Magnetfeldrichtung steht, muss das aufgrund von Naturgesetzen sich drehen. Mit einer Frequenz, die proportional ist über Naturkonstanten zum Magnetfeld. So, wenn ich also jetzt das Magnetfeld messen will, muss ich nur durch diesen Haufen, durch einen Haufen sich drehender Atomerdnüsse ein Laserlicht durchschicken. Und dabei wird das Laserlicht zum Beispiel in der Intensität oder in der Polarisation moduliert, je nachdem, wie ich es genau baue. Okay? Das heißt, ich weiß, wenn ich auf der einen Seite einen Laser habe, da meine rotierenden Erdnüsse und da eine Fotodiode, also ein Lichtdetektor, ein Lichtintensitätsdetektor, ein Hell-Dunkel-Detektor, da kommt ein Sinussignal an, das proportional ist zu der Drehung der Erdnüsse, die proportional ist zur Stärke vom Magnetfeld. Das sind die genauesten Magnetometer, die man bauen kann, vom Grundprinzip. Okay? Genau, und die Idee ist, man regt die immer während dieser Zeitachse, man regt die immer wieder an für ein paar Millisekunden und dann lässt man die praktisch so, also dann schaut man sich dieses oszillierende Signal an, reingezoomt und dann fängt man wieder von vorne ein paar Millisekunden später. Auf dem Weg dorthin haben wir Spin-Uhren-Experimente gemacht, indem wir statt den Neutronen Helium-3 und Xenon-129 eingefüllt haben. Xenon-129 und Helium-3 sind interessante Atome, weil bei denen die verhalten sich ungefähr so, also die Atomhülle trägt nichts bei zu dem ganzen Effekt oder fast nichts, aber der Atomkern, bei dem ist ein Neutron drinnen, das ungefähr so sich verhaltet wie ein freies Neutron, weil der Rest der fertigen Kugel immer sich zu fertigen Kugeln bildet. Das heißt, man kann, und das ist lustig, weil diese zwei Gase sind, also Inert, das sind Edelgase, die kann man zusammenmischen in dieselbe kleine Kiste. Das ist ein paar Zentimeter groß, da sehen Sie ein Foto, da ist das, da drinnen ist das, das ist so groß in echt. Und die Idee ist, man regt diese Helium-3 und Xenon 129 Atome auch zum Kreisen an. Die kreisen unterschiedlich schnell, deswegen, das ist Absicht, was Sie da sehen. Dieses unterschiedliche Kreisen, also diese zwei Frequenzen, können Sie mit einer supraleitenden Pickup-Spule beobachten, so ähnlich wie ein Generator im Kraftwerk funktioniert. Ja, also Sie haben einen Magnet, der sich an einer Spule vorbei bewegt und ein Induktionssignal verursacht. Genauso ist es auch, allerdings supraleitend. Und damit kann man Energieauflösung von 10 hoch minus 42 Joule für den Effekt erreichen. Das ist die, soweit wir das wissen, messtechnisch ist das die genaueste Messung, die jemals umgesetzt worden ist. In der physikalischen Bedeutung nicht, sonst würde man auch das Neutronenexperiment nicht machen. Aber messtechnisch ist das so gut wie es geht momentan. 10 hoch minus 42 Joule ist eine sehr kleine Zahl. Ein Joule ist die Energie, die Sie brauchen, um eine Tafel Schokolade, eine kleine, einen Meter hochzuheben, also aus dem Regal aufzuheben, so ungefähr. Genau. Ich habe Ihnen noch versprochen, dass ich was über dunkle Materie erwähne. Und da gibt es also auch schöne Experimente, die man mit diesen Spin-Uhren machen kann. Und zwar
kann man sich überlegen, wann das Experiment an einem Punkt der Erde steht. Hier, das wäre dort die senkrechte Achse, um den sich die Spins drehen. Dann dreht sich ja die Erde im Universum. Ja. Das heißt, das Experiment ist am Vormittag dort, am Nachmittag ist es dort. Okay. Wann jetzt das Universum, und das wäre das erste, der einfachste Fall, leicht anisotrop wäre, das heißt, der Vorzugsrichtung hätte, in die Richtung zum Beispiel, dann wäre die Drehfrequenz, wann das Experiment da steht, anders als einen halben Tag später, wenn es da drüben steht. Okay. Wann das eine grundlegende Eigenschaft vom Universum wäre, Vorzugsrichtung. Das wäre deswegen interessant, weil über so eine Vorzugsrichtung vom Universum könnte ich zum Beispiel auch erklären, dass in einer Richtung eher Materie ist und in der anderen Richtung eher Antimaterie. Das ist nur weniger Mainstream. Ja, ich würde das Experiment auch nicht deswegen machen, aber das kriegt man mit raus, weil das Experiment läuft sowieso Tag und Nacht und damit kann ich so auch analysieren. Und dann kriegt man raus, mit einer wahnsinnig hohen Sicherheit ist das Universum isotrop bis zu einem sehr hohen Grad, zumindest wo wir uns aufhalten, wo das Experiment durchgeführt worden ist. Das kann man über Dimensionsüberlegung sich anschauen, nämlich man kann den Parameter des EDM über Naturkonstanten mit einer Energieskala verknüpfen. Kümmern Sie sich nicht darum, welche Buchstaben das genau sind, aber die Idee ist, das EDM lässt sich in eine Energie übersetzen, wenn man sich in diesem Modell, dass man die Isotropie untersucht. Und dann stellt sich raus, die Messgenauigkeit da drauf kann man auf ungefähr 10 hoch 13 GeV übersetzen. Und jetzt, was bedeuten 10 hoch 13 GeV? Das bedeutet ein Alter vom Universum von 10 hoch minus 34 Sekunden ungefähr. Ich könnte mich da mal Faktor 10 verrechnet haben, aber es spielt eh keine große Rolle. Also, und wenn man das jetzt vergleicht, ist die Energie, die man mit LHC erreicht, 10 hoch 3 GeV, die Energie, die man mit so einem Experiment erreicht, 10 hoch 13 GeV und die Energie, bei der man erwartet, dass die Naturgesetze zu einer Urkraft zusammenfinden, 10 hoch 16 GeV. Das heißt, man ist nur drei Größenordnungen weg von so einer Energieskala, wo man konzeptionell neue Dinge erwartet, also wirklich am Anfang vom Universum. Zwar immer noch nicht, die Gravitation war immer noch nicht dabei, aber trotzdem Grand Unified Theory Scale heißt das, GUT. Scale. Aber viel, viel weiter als mit LHC. Und jetzt käme eigentlich, wenn das Publikum da wäre, die Frage, ja, wieso macht man dann nicht nur solche Experimente? Und die Antwort ist einfach, dieses Experiment ist ein ganz kleines Fenster zum Urknall, Richtung Urknall. Da sieht man halt nur genau eine Sensitivität für genau diese Idee, die man da gehabt hat, für genau dieses Modell oder diese Art von Modellen, die diese Isotropie verursachen. Aber ich würde zum Beispiel nicht sehen, welche Art von Physik das ist, die da passiert, sondern ich würde nur ein Ja-Nein-Experiment sehen, ja, da ist was oder da ist nichts. Bei einem Teilchenbeschleuniger kann ich systematisch untersuchen, am LHC, was da genau für Physik passiert. Ja, in gewisser Weise braucht man beides. So. Und damit Sie sehen, dass das also nicht vollkommen abgehoben ist und, das, also, und wir da eigentlich nur wild rumprobieren die ganze Zeit für Dinge, die nie wer braucht, möchte ich ein bisschen einen Bezug herstellen, jetzt in den letzten paar Minuten, zu Magnetfeldtechnologie. Sie haben ja gesehen, die Experimente basieren darauf, dass man die Umgebung wahnsinnig genau versteht. Ja, also wenn da die kleinste Änderung im Magnetfeld irgendwie passiert, dann, also Femtotesla, Niveau oder bei diesen Spinuhren sogar 0,1 Atto-Tesla, das war 10 hoch minus 19 Tesla. Wenn man solche Änderungen messen möchte, muss man wahnsinnig genau verstehen, wie die Magnetfelder ausschauen. Jetzt gebe ich Ihnen ein bisschen ein Gefühl, wie groß Magnetfelder sind. Also es gibt im Kosmos Objekte, die haben irgendwelche Kilo-Tesla-Felder, das ist riesengroß, aber im Sonnensystem zum Beispiel die Oberfläche der Sonne sind Millitesla. Das Sonnensystem hat durch den Sonnenwind ein paar Nanotesla, auf der Erde hat man 40 Mikrotesla und im interstellaren Raum hat man Größenordnung ein Nanotesla. Und das vergleicht sich mit der Messumgebung im Experiment. Ich sage Ihnen ganz am Schluss, warum wir lachen auf dem Bild. Ja,
Sie können mich gern daran erinnern. Im Experiment, im EDM-Experiment, wenn man da reinschaut in die Magnetabschirmung von innen, dann sieht man, dass das also lauter Schalen sind, die ineinander gesetzt sind und immer besser praktisch die Umgebung abschirmen. Das kann man, das ist auseinanderzogen in so einer Wartungsposition, das kann man dann zusammenschieben, da ist aber dann kein Mensch drinnen normal. Und dann sieht man, da kann man externe Störungen bei Millihertz, das ist ja ganz schwierig, so langsame Drifts zu kompensieren, kann man also irgendwo bei 6 mal 10 hoch 6, also bei fast 10 Millionen Fach abschirmen. Und das Restfeld ist also 100, kleines 100 Picotesla, oder jetzt haben wir sogar eins mit 25 Picotesla. Das ist also mehr als ein Faktor 10 kleiner als das Magnetfeld im interstellaren Raum, also zwischen den Sternen in der Milchstraße. Und die Stabilität ist eben ein einzelne Femtotesla, ohne dass man was, also das, man ist da überall limitiert, nicht durch die Umgebung, sondern durch die Möglichkeit, das so genau nachzuweisen. Wie kann man diese Magnetfelder anwenden? Man kann damit zum Beispiel Biosignale messen mit derselben Messtechnik. Zum Beispiel kann man, wenn man die Herzmuster oder die Herzanregungen von Babys im Mutterleib anschaut, dann kann man das mit elektrischen, das ist sogar invasiv die Methode, mit Elektrode, dann sieht man, wie diese also Fetal-ECG-Signale ausschauen. Das ist Amplitude und das ist der Herzschlag und da sieht man, wie viel Rauschen da drauf ist bei den verschiedenen Sensoren. Wenn man das magnetisch macht mit genau solchen Sensoren, dann ist das Rauschen praktisch weg. Ja, und es ist nicht einmal invasiv. Da kann man relativ, das ist eine Zusammenarbeit, die wir mit dem, also das weiß man schon länger. Da gibt es jetzt eine Zusammenarbeit zwischen meiner Gruppe und dem Deutschen Herzzentrum. Da probieren wir diese Messtechnik, die wir verwenden, die eben noch also massiv genauer sein sollte, wenn man es dann hinkriegt, diese Grundlagenmethoden anzuwenden für Anwendungen, dass man also zum Beispiel in die Arztpraxis so einen kleinen Würfel reinstellen kann und damit kann man diese nicht invasiven Messmethoden verwenden, um zum Beispiel Herzfehler bei Kindern oder so nachzuweisen, bevor sie überhaupt geboren werden, dass man weiß, dass man da operieren muss und eben da viel Krankheiten wirklich oder viel Probleme auch verhindern kann. Genau. Das ist eher als Illustration gemeint. Es gibt eine andere Illustration, die ich auch erwähnen wollte, nur weil das, glaube ich, niemandem bewusst ist, fast weil die Communities so nicht miteinander reden. Man kann zum Beispiel eine zugeschweißte Metalldose mit NMR am Flughafen nicht reinschauen und Sprengstoff finden. Ja? Wenn Sie aber im Niedrigstfeld NMR machen, das heißt also mit einzelnen Hertz, ganz langsam, so wie wir das machen, dann können Sie reinschauen in zugeschweißte Metalldosen und können rausfinden, ob da Wasserstoffperoxid oder Plastiksprengstoff drinnen wäre. Also das ist zum Beispiel sind lauter so Sachen, die eigentlich relativ wenig erkundet sind. Da gibt es in der Tat erste Versuche in Los Alamos, die schon zeigen, dass das funktioniert. Und den letzten Punkt, den ich diskutieren möchte, ist, wo bringt uns das anwendungsseitig in der Zukunft hin? Dass man mit den EDM-Messungen weitermacht, ist klar. Ja, also das ist spannend, da mit jeder Verbesserung, auch wenn das ewig dauert, hat man fundamentale Einsicht praktisch, welche Physik es nicht geben kann und vielleicht welche Physik das es ist. Das Ausschließen von Ideen war bis jetzt immer dominant, weil man den Effekt noch nicht gefunden hat. Zu den Anwendungen, die Zukunft. Im Prinzip könnte man sich vorstellen, damit Gedanken zu lesen. Ja, und zwar mit Magnetenzephalographie oder MEG. Das sind Methoden, die auch schon etabliert sind seit Jahren, allerdings ziemlich eingeschränkt. Und zwar ist das Signal von Hirnströmen, also wenn da Neuronen irgendwelche Signale produzieren, fließen da Ladungen. Diese Ladungen sind eher diffus, die erzeugen ein Magnetfeld, das aus dem Kopf rausschaut. Wenn ich also genau dort so einen Sensor hinlege, der so ein Atommagnetometer zum Beispiel, wirklich nur ein Beispiel, dann könnte ich grundsätzlich solche Hirnströme sehen. Das sieht man auch. Zum Beispiel bei hohen Frequenzen, da sieht man, kann man Alzheimer, Epilepsie und so weiter untersuchen. Das ist schwierig, weil die Amplituden so gering sind. Auf der anderen Seite, bei sehr niedrigen Frequenzen, das ist ein Frequenzplot, bei sehr niedrigen Frequenzen kann man zum Beispiel die Signale von Bewegungen sich anschauen. Das heißt, da gibt es eine Stufe, da weiß man, dass eine Bewegung passiert. Aber auch das ist wahnsinnig schwierig, weil die Magnetabschirmungen extrem hoch, also groß sind, also sehr gut funktionieren müssen. Die Technologie ist aber fast gleich wie bei EDM-Messungen, bei diesen Untersuchungen, die wir mit den rotierenden Spins machen. Das heißt, wir probieren jetzt die Techniken so anzuwenden, dass man möglichst einfache Geräte baut, die sowas können.
damit der quasi letztendlich der Preis so weit sinkt, dass man nicht nur einen Punkt misst oder 10 Punkte misst, wo ein bisschen ein Signal beim Kopf rauskommt, sondern die Idee ist, dass man sehr billige und sehr viele Sensoren baut, und zwar in einem Speziallabor, und das Ganze mit künstlichen Intelligenzmethoden auswertet. Und da gibt es so einen Prototypen, das ist zum Beispiel ein kommerzieller siliziumbasierter MEMS-Sensor, der praktisch nichts mehr kostet, wo man so einen kleinen Magnetwürfel drauf tut, das ist ein echtes Foto. Ja. So, und jetzt gibt es am Physikdepartement Zusammenarbeit, wo wir versuchen, auf solchen nanofabrizierten Strukturen, wo man Photoninterferometer, das ist ein Photonen-Sagnac-Interferometer, wo man dieses Interferometer nimmt und daneben solche Oszillatoren baut mit kleinen Magneten drauf. Und die Idee ist dann, diese kleinen Magneten auf dem Oszillator sehen diese Störungen. Und man kann die über das Photoninterferometer, kann man diese Vibration, die Änderung der Vibration nachweisen. Mit solchen Methoden kann man den hoffentlich, und das ist jetzt das, auf was wir zum Beispiel jetzt, wo wir planen, mittelfristig auszugründen, wir bauen gerade so ein Speziallabor, dass wir diese Untersuchungen wirklich gut machen können. Das ist bereits, die Baustelle hat schon angefangen. Jetzt ist das der nächste Schritt eben, dass man nicht ein Magnetometer, sondern 1 Million Magnetometer zum Beispiel rund um den Kopf platzieren kann, die ähnlich gut funktionieren, aber eben praktisch gratis sind im Vergleich zu den Pixeln, die wir jetzt haben. So ein Atommagnetometer, wie wir das bauen, kostet 20.000 Euro das Stück ungefähr. Das würde so nicht gehen für 1 Million Pixel. Selbst wenn das um Faktor 5 schlechter wäre und irgendwo unterhalb von 1 Euro kostet, das ist irgendwann machbar. Ja. Und das ist das Ziel, und da war die Idee, vielleicht bald ist das coolste Startup-Unternehmen der Welt, nämlich eine Firma, die direkt mit dem Hirn, den Computer direkt mit dem Hirn verbinden kann. Aber ich gebe zu, der Weg dorthin ist lang. Und als Abschluss von meinem Vortrag, ich weiß, ich habe 3-4 Minuten jetzt überzogen, die Frage, gibt es Leben am Mars? Und die Idee ist, man kann auch die Zellteilung anschauen in kleinen Magnetfeldern, und da findet man raus, das ist natürlich nichts Neues mehr, aber wir haben das selbst gemessen, das heißt, ich brauche das nicht einmal referenzieren zu irgendwohin. Wenn man also so Froscheier züchtet im Nullfeld, dann findet man raus, dass wenn das Magnetfeld wirklich weg ist, dann sind die alle deformiert, diese Kaulquappen, die dabei entstehen. Während in der Kontrollgruppe beim Erdmagnetfeld sind die alle gut. Okay, das waren Blindtests und von mehreren Gruppen nachgewiesen. Und da sieht man also, deswegen die Frage live am Mars, am Mars gibt es kein großes Magnetfeld. Wird sich das Leben am Mars ähnlich entwickeln können wie bei uns bei den Fröschen nicht, ist die Antwort. Aber mehr weiß ich dazu auch nicht. Und damit bin ich am Schluss von meinem Vortrag. Präzisionsmessungen sind ein besonders spannendes Werkzeug. Ja, die Messungen mit extrem kleinen Magnetfeldern ermöglichen Fortschritte der Grundlagenforschung, zum Beispiel für elektrische Dipolmomente suchen oder auch dunkle Materie suchen. Wir versuchen einen Technologietransfer, und das ist in der Community auch momentan, das wird modern momentan, dass man in die Medizin, in die Biologie, in Security und eben auch BCI, Brain-Computer-Interface, die Technologie nach Anwenden probiert. Und als Abschluss Sachen, über die ich noch gern geredet hätte, aber die sich nicht mehr ausgegangen sind, ein Projekt, wo man diese kleinen Magnetfelder auf der Raumstation verwendet, wo wir involviert sind, neue Atomfontänen mit Bose-Einstein-Kondensaten, geschirmte elektrostatische Teilchenspeicherringe für fundamentale Experimente oder auch Antineutronensuche an der neuen europäischen Spallationsquelle. Damit bin ich fertig und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Peter, für einen tollen Vortrag. Ich habe schon einige Resonanz, auch sehr positive, super erklärt steht da. Also ist wohl, fangen wir mit den Negativen an, die sind spannend, oder? Nee, da gibt es keine. Und okay. Es kamen auch ein paar Fragen, und zwar okay. Die erste Frage, wodurch entsteht der Drehimpuls in der Erdnuss? Kannst du mich auch an die Erdnuss noch erinnern, ja, die du gezeigt hast? Wie entsteht der Drehimpuls in der Erdnuss? Man kann sich das so vorstellen, im Prinzip hat das Atom einen kleinen Nord- und Südpol, also das heißt, die sind sehr nahe zusammen. Und wenn man mit dem Laserlicht reinscheint, dann hat das Photon beinhaltet selbst Drehimpuls. Wenn also dieses Photon, das Lichtteilchen reinfliegt und absorbiert wird, dann wird der Drehimpuls dazugefügt vom Photon, und praktisch wird dieser Nord- und Südpol auseinandergezogen. Und auf einmal wird der Nord- und Südpol so weit auseinandergezogen, dass das eben besonders gut also sich dreht. Mhm. Genau. Dann die zweite Frage war, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Experiment, was jetzt an der TUM aufgebaut wird,
auch erfolgreich ist und ihr wirklich was seht. Das kommt darauf an, was man als Erfolg bezeichnet. Ja, dann erklär doch mal, was also, der Minimalerfolg ist. Die Idee ist, das Experiment, also der Erfolg ist, dass das Experiment funktionieren soll. Das heißt, wir haben also 20 Leute über 10 Jahre hinweg ungefähr, die gesamte Investition mit der Quelle, dazu vielleicht 30 Millionen Euro, lauter Einzelteile, die an einem Punkt zusammen funktionieren sollen. Wenn die das tun, die Teile miteinander, was sie tun sollen, und mit Statistik sammelt, ist das ein voller Erfolg. Ja. Wenn es nur marginal schlechter geht oder man versteht, warum es nicht ganz so gut geht, wie man sich ursprünglich wünscht, ist es auch noch ein großer Erfolg. Ja? Wenn man was finden würde, wäre das unglaublich, aber das ist normal nie die Motivation. Nein. Also wie ich ganz jung war das natürlich meine Motivation, dass ich das unbedingt finden wollte. Aber man versteht dann schon, wenn man versteht, wie schwierig es ist, ist die Motivation, dass man das wirklich hinkriegt, dass das so genau geht, ist der volle Erfolg. Ja? Den Effekt zu finden, wäre natürlich die Krönung, aber das ist nicht die Motivation, dass man es tut. Mhm. Also nicht die vorrangige Motivation, dass man es tut. Natürlich will man finden. Aber das ändert sich, wie gesagt, in den 13 Jahren, die ich jetzt dran arbeite, an genau diesem Apparat, hat sich das geändert von das findet man bis hin zu das hat es wirklich in sich. Ja. Dann hatte ich noch eine Frage. Die dunkle Materie ist ja eins der wichtigsten Fragen der Kosmologie, Astrophysik und Teilchenphysik. Wo siehst du die Chancen am größten, dass man etwas über die dunkle Materie erfährt, neben dem, dass man weiß, es gibt die? Also in der Astrophysik, indem man da zum Beispiel Annihilation oder irgendwelche Sachen nachweist, im direkten Nachweis, indem man also in Gran Sasso zum Beispiel so ein Labor unterirdisch aufgebaut, oder am Large Hadron Collider, LHC, oder wo siehst du die größten Chancen? Und kannst du eine Prognose abgeben, wann wir die dunkle Materie vielleicht finden können, weil da was Neues gebaut wird oder neue Ideen entwickelt werden? Das ist eine ganz gefährliche Frage. Also ich persönlich glaube, dass man Präzisionsexperimente nehmen wird müssen, weil man, ich glaube, am Beschleuniger hat man das Problem, dass bestimmte Parameterbereiche nicht zugänglich sind. Entweder weil die Teilchen zu schwer sind, dass man sie nicht erzeugen kann. Das ist das, was eigentlich ziemlich einleuchtet. Es gibt aber auch noch den anderen Bereich, nämlich wenn Teilchen leicht sind, findet man die auch nicht. Ja, man kann keine Mikro- oder Pico-Elektron-Volt oder sogar leichtere dunkle Materieteilchen kann man grundsätzlich nicht finden. Also ich glaube, der Parameterbereich, den man mit Lab-Scale oder Tabletop-Experimenten abdecken kann, glaube ich, ist grundsätzlich höher. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit würde ich dann schätzen, dass es eher sowas sein wird längerfristig, einfach weil die Methoden, finde ich, grundsätzlich passender sind, weil wenn ich gar nicht weiß, was ich suche, dann, auf der anderen Seite, beim LHC kommt der Bereich, den man abdecken kann, der kommt gratis mit. Also natürlich muss man das auch anschauen. Und wenn man nicht weiß, was man sucht, muss man natürlich alles anschauen. Ja. Ich persönlich würde mir denken, dass eben so Tabletop-Experimente oder so kleinere Vorhaben wahrscheinlicher sind. Lass uns so überraschen. Also ich schaue gerade mal. Da möchte ich vielleicht noch ganz kurz sagen, diese dunklen Materieteilchen, nach denen wir konkret mit den Spinuhren schauen, zum Beispiel, wären besonders leichte, die man eben sonst zum Beispiel mit keiner anderen Methode sehen könnte. Das heißt, man sucht sich da schon irgendwie eine Nische auch natürlich und probiert nicht alles abdecken, sondern, ja. Super, jetzt kam natürlich die Frage, warum lacht ihr da in diesem Bild? Ja, genau. Das war der Tag, an dem wir die Frösche gezüchtet hatten. Das erste Mal, wo wir gesehen haben, dass das wirklich unterschiedlich ist, dass bei Nullfeld Frösche sich nicht vermehren können. Weil wir dachten, das gibt es ja nicht, weil das war nämlich, die Frage kam nämlich, das einmal zu probieren, kam nämlich vor einer ziemlichen, wie soll man sagen, sonderbaren E-Mail nach einem PR-Vortrag. Und wir hatten es ausprobiert und das ging dann wirklich. Wir hatten aber herausgefunden, grundsätzlich war das nicht neu, aber das Verständnis, also die funktionale Abhängigkeit vom Magnetfeld, ist neu. Aber interessanterweise, es war was völlig Skurriles, wo man eigentlich sagt, komm. Und das würde man eigentlich gar nicht wirklich hundertprozentig ernst nehmen. Wir haben es aber probiert, Zeit hatten wir, weil es keine Neutronen gab. Ja? Und dann hat das wirklich funktioniert. Darum lachten wir, das war der Tag des Ergebnisses. Ja, das ist ein Highlight. Ja, es gab noch eine schöne Frage. Du hast ja Anwendungen in der Medizintechnik erwähnt. Und da war jetzt die Frage, ob es da schon Firmen gibt, die diese hochpräzisen Geräte herstellen. Ja, es gibt so Atommagnetometer, gibt es, glaube ich, 3 kommerzielle Anbieter. Wir würden auch mit kommerziellen Magnetometern anfangen. Die sind aber
viel zu teuer für das, was, also wenn man das Problem wirklich erschlagen möchte, also für so Herzanwendungen, wo 10, 20 Sensoren ausreichen, ist es besser, das mit kommerziellen Sensoren zu machen, das würden wir auch machen. Und die gehen auch gut und ich weiß nicht, beim Firmennamen sollte man dann nicht sagen, da gibt es welche, die besonders gut gehen oder so, aber wie auch immer, das, da würde man auch... Da kann ich ja anrufen. Da kann man mich anrufen, wenn man genau die braucht oder so. Ja. Ich verdiene da auch nichts dabei, wenn ich den Firmennamen weitergebe. Mhm. Nein, aber für diese Hirnanwendungen, da muss man selbst bauen, weil ich glaube, sonst kommt man da nicht hin, weil, man muss den Pixelpreis auf 1 Euro Größenordnung runterbringen oder auf 10 Euro statt 10.000 Euro. Also du wärst auch noch offen für Interessenten, die zu dir kommen und sagen, ich würde das gerne mal versuchen. Was genau versuchen? Mit mir einen Sensor zu bauen oder sich vermessen zu lassen? Sowas. Ja, also ich weiß nicht, ob ich mich von der vermessen lassen möchte. Von mein Herzsignal war drauf auf einer Folie. Ja, ja. Meins hat man gesehen. Na, ich würde mich eher abschirmen, dass du mich nicht vermisst. Aber Aluhüte gibt es bei uns nicht zu kaufen. Ja, na wunderbar. Okay, ich glaube, das war's. Vielen Dank, Peter, nochmal für den schönen Vortrag. Und wie gesagt, die Resonanz war ganz hervorragend. Ich möchte Sie noch einladen zum nächsten Vortrag nächste Woche. Da geht es um das Thema Hyperloop, ein Transportsystem der Zukunft von Herrn Professor Agnes, von Frau Professor Agnes Jocher. Bis dieselbe Zeit, 19 Uhr am 27. Januar. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Und wir hoffen, Sie hatten heute viel Vergnügen an der Veranstaltung und kommen wieder. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und eine gute Zeit und bleiben Sie uns gesund. Auf Wiederschauen. Wiederschauen.